Hast du etwas Interessantes erfahren? Ich habe Unterlagen gefunden, aus denen hervorgeht, dass Azo fragwürdige Experimente ausführt. Experimente? Ketman Azo ist jetzt für das Wohlgehen der Patienten zuständig. Er ist nicht mehr befugt, Experimente auszuführen. Ich bin enttäuscht von Ketman. Ich hatte gehofft, er könnte deine Ermittlungen weiterbringen. Er ist gewiss in seinem Büro oder auf einer der Patientenstationen. Ich gewähre dir sofortigen Zugang, damit du ihn finden kannst. Du wirst dich gewiss mit ihm noch weiter über diese Angelegenheit unterhalten wollen, und ich zumindest bin äußerst neugierig, was er zu sagen hat. Sei vorsichtig auf die Station. Es gibt dort einige gefährliche Fälle. Außerdem bitte ich dich, versuche die Patienten nicht unnötig aufzuregen. Sie haben schon genug Sorgen. Okay. Ich hoffe mal, der benutzt jetzt nicht die Wächter da unten gegen uns. Aber eigentlich müssten die ja auf die Statue hören. So, laden, bitte warten. Dankeschön. Ein Quicksave wäre mal wieder nicht vorteilhaft. So. Der Oberwächter, da du darfst rein, aber sei vorsichtig. Fleischkonstrukt, Freyol, Sanatoriumswächter, Patient. Wer bist denn du? Die Wirbelsäule dieser Frau ist krumm, weshalb sie vorne überbeugt steht. Ihre fettigen Haare hängen wie Ranken über ihre großen Augen. Sie lächelt dich an. Du besuchst sicher jemanden. Da bemerkt sie, wie du aussiehst und fügt sie so. Ein freundschaftlicher Besuch, hoffe ich. Was weißt du über diesen Beseeler namens Azo? Oh, ich mag ihn sehr gern. Viele Beseeler scheren sich nicht um ihre Patienten. Sie sind für nichts als Versuchskaninchen für ihre Experimente. Aber Meister Azo behandelt uns wie Menschen, selbst die Schwerkranken. Man spürt, dass er den Menschen helfen will. Er hat mir geholfen, sehr viel über mich selbst zu verstehen. Und nicht nur mir, das weiß ich. Es ist ein Jammer, was sie ihm angetan haben. Er verbirgt es gut, aber ich weiß, dass es ihm immer noch zu schaffen macht. Was ist mir dazu passiert? Fellows Augen huschen hin und her und ihre Stimme senkt sich zu einem kaum hörbaren Flüstern. Sie reden nicht gerne darüber, aber es gab einen Unfall. Er galt als einer der klügsten Köpfe in ganz Dürrwald. Dieser Ruf war es, der mich dazu gebracht hat, mich hier in Behandlung zu geben. Die Leute sagen, sein Ego habe ihn dazu getrieben, das Vermächtnis lösen zu wollen, aber das ist Unsinn, auch wenn er ein kleiner Prahlhans war. Er liebt seine Heimat. Er dachte, er könnte helfen. Er sprach nicht viel über seine Arbeit. Er glaubte, seine Kollegen könnten versuchen, sie zu stehlen. Aber er sagte mir einmal, dass er einen Weg gefunden habe, eine Seele zu erschaffen. Keine echte Seele allerdings. Wie hat er es ausgedrückt? Ein Stellvertreter, sagte er. Er hatte eine Maschine, die Energie aus dem Äther selbst ziehen konnte. Ist das zu glauben? Er wollte dadurch helfen, das Vermächtnis zu bewältigen. Er wollte es leichter machen, Hohlgeburten zu lieben und zu pflegen. Die Götter wissen, dass wir das brauchen könnten. Weißt du, wie man diese leeren kleinen Säuglinge in unseres Geschenk nennt? Nein, sag es mir. Sie nennen sie Bojen, weil so viele von ihnen mit dem Gesicht nach unten im Wasser treibend gefunden wurden. Wir leben in verrückten Zeiten. Wie dem auch sei, Master Azo hatte eine öffentliche Demonstration seiner Arbeit im Kupferweg geplant. Es war so aufregend. Und am nächsten Tag hatte er sich in seinem Büro eingesperrt. Er schickte alle Besucher fort und er empfing keine Patienten mehr. Ich weiß nicht genau, was passiert ist und ich wage es nicht zu fragen. Aber ich bin froh, dass sie ihm wieder erlauben, Patienten zu behandeln. Weißt du, wo wir ihn finden können? Ich glaube, ich habe ihn heute schon gesehen. Hast du im Laboratorium nachgesehen? Es liegt direkt neben seinem Büro. Er hält sich zurzeit meist dort auf. Benimmt sich ein Patient in letzter Zeit ungewöhnlich? Nun ja, Batixa erlebt immer wieder einen Mord, den sie vor mehr als 5 Lebenszeiten begangen hat. Edelmann, er hat angeblich nur eine halbe Seele. Er wurde gefunden, wie er die Gesichter anderer gesammelt hat, weil er glaubt, sein eigenes sei eben nicht sein eigenes. Graf spricht in einer Sprache, die keiner versteht, und schreit nachts oft. Anders als sie sich sonst verhalten, meinte ich. Nun ja, ich denke schon, aber nichts, wofür sie sich nicht freiwillig gemeldet haben. Meister Azo hat uns wissen lassen, dass einige Patienten aus dem Nordstation sich freiwillig für eine neue Therapie gemeldet haben und die für die Behandlungen in dieses Laboratorium geführt wurden.
In der Nordstation behandeln wir unsere schwierigsten Fälle. Ich bin froh, dass einige von Ihnen entschieden haben, sich helfen zu lassen. Seit die neuen Therapien begonnen haben, scheint es dort ruhiger zu sein. Graben nehmen sie am häufigsten mit. Er wehrt sich aber, er war schon immer recht wild. Gleich die Nordstation besuchen? Sie hatten den Patienten isoliert. Ich glaube nicht, dass die Wachen hier einen Besuch eingelassen haben. Frag einfach Meister Azu. Du könntest sie fragen, er hat sehr viel Mitgefühl. Warum bist du hier? Ihre Wangen erröten sich hinter ihrem Vorhang aus Haaren. Das will ich nicht sagen, du würdest mich verabscheuen. Wenn du errötest, betont das die Farbe deiner Augen. Du kannst es mir sagen, ich werde auch verrückt. Schmeicheln wir mal. Sie wird noch röter und legt den Kopf nach vorne, um ihr Gesicht noch tiefer unter den Haaren zu verbergen. Die letzten Jahre waren nicht gut zu mir. Sie waren zu niemandem gut. Ich versuche es nicht persönlich zu nehmen. Ich habe meinen Mann und beide Jungen im Krieg des Heiligen verloren. Meine Tochter, das Vernichtnis, nahm sie mir, ehe sie je mein war. Ich habe irgendwie weitergemacht, aber was soll man sonst tun? Ich bin in ein witziges Loch in Ondras Geschenk gezogen, aber ich habe mich dem Flicken von Kleidung und notfalls mit Betten durchgeschlagen. Aber ich war am Leben und die Götter wachten über mich. Damit konnte ich leben. Doch eines Tages kommt eine Adlige herein, wer ein teures Kleid finden lassen. Ein wunderschönes Ding in einem Blau, wie ich es noch nie gesehen habe. Nur hatte ich das doch. Ich sah es an und erinnerte mich an etwas. Ich hatte das, was man eine Erweckung nennt. Ich erinnerte mich daran, in einem anderen Leben selbst eine Adlige gewesen zu sein. Die Menschen verhätschelten mich, die Männer verhätschelten mich. Mich. Das beste Essen, das wunderschönste Haus, alles, wovon man nie zu träumen wagen würde. Ich hatte es alles. Es war Gift, das zu wissen. All diese Dinge, die ich gehabt habe in diesem Leben, aber nie haben würde. Es hat etwas in mir verändert. Mein Essen schmeckte mir nicht mehr. Die Wände in meinem kleinen Zimmer schienen immer enger zu werden. Ich konnte in meinem eigenen Bett nicht mehr schlafen. Also kam ich hierher. Ansonsten wäre ich wohl in ein Gutshaus eingebrochen und hätte angefangen, Bedienstete zu befehligen. Es wirkt zu albern und töricht, sich deswegen den Kopf zu zerbrechen. Das musst du mir nicht sagen. Aber ich komme nicht darüber hinweg und ich fange an, mich zu fragen, haben die Götter dieses Leben für mich vorgesehen? Und wenn ja, muss ich etwas Schreckliches getan haben, um das zu verdienen. Niemand verdient es, sowas durch... Also, du hattest vorhin recht, man kann nichts tun, als damit zu leben. Niemand verdient es, das durchzumachen, was du durchlitten hast. Vielleicht waren die Götter erzürnt über deine Maßlosigkeit. Vielleicht kommst du eines Tages wieder dorthin. Wenn nicht in diesem Leben, dann in einem anderen. Das Seltsame ist, nicht einmal das Beste wäre gut genug für mich, glaube ich. Ich glaube, so weit muss es gekommen sein, als ich diese Adlige war. Dann leb wohl. Patienten. Oh, ein Bier. Ich klaue irgendwelchen Sanatoriumspatienten das Bier. Was für einer bin ich? Fleischkonstrukte. Das Konstrukt, wenn sein Kopf zu dir betrachtet, dich argwöhnisch. Warum haben sie Golems hier unten? Sowas ist eigentlich nur für die Perversion von Magiern. Oh, Dietriche. Ein Sanatoriumswächter. Ah, hier ist was. Nein, klauen wollte ich nicht, das war ein Versehen. Das hier kann ich aber einstecken. Lässt uns hier rein. Abstand dahin. Der Zähl dahin sind wichtig. Es gab schon mal Schwierigkeiten, als jemand zu nahe kam. Okay, die könnten ausbrechen und hier Chaos verursachen. Immer schön vorsichtig sein. Oh, hier wäre eine Tür gewesen. Auch gut. Gucken wir uns erstmal die andere Seite an. Hier sind ja überall Fleischkonstrukte. Was machst du denn da? Der Arzt hat gesagt, er würde mich bald heilen. Ah, das hier sind Zellen. Beziehungsweise Zimmer.
Wow, wir sind schon wieder über die Hälfte für die nächste Stufe. Das ist gut, vielleicht können wir dann irgendwann bald die Kopfgeldaufträge machen. Hier ist auch niemand. Rabenflügel, einzigartig Streitkolben. Kettmann Azzo. Eine leichte Rüstung. In diesem Tankstrudel blubbert etwas. Die Kupferdrähte drehte und Verbindungen glänzen. Das Gerät fühlt sich warm an. Okay, ich glaube, bevor ich mit Azzo rede, gucke ich mich hier erst nochmal fertig um. Weil ich habe so das Gefühl, wenn ich mit ihm rede, passiert was Schlimmes. Ein Patient. Hier oben sind nur Trümmer. Du bist auch nur ein Patient. Hier ist niemand drin. Da bleibt eigentlich nur noch diese Tür hier und die ist verschlossen. Ne? Ja. Alles andere haben wir erkundet. Okay. Da können wir nicht rein und da können wir nicht rein. Also zurück zu Azzo. Mal sehen, was uns der zu sagen hat. Azzos eigene Unterlagen haben gezeigt, dass manchmal Patienten dazu gezwungen an Experimenten teilzunehmen, obwohl sie nicht wollten. Ein Patient aus der Notstation Kram war besonders häufig Versuchsperson bei diesen Experimenten. Vielleicht kann Graben die Frage beantworten, ob Azzo mit dem bleibenden Schlüssel zusammenarbeitet. Nur Azzo hat Zugang zur Nordstation. Hallo. Ein Mann mit rotem Gesicht und Halbglatze wendet sich dir zu. Seine Oberlippe wird durch seine spitze Nase leicht nach oben gebogen, wodurch deine Zähne zu sehen sind. What is the meaning of this? Was hat das zu bedeuten? Bist du der Beseeler? Versuchst du mich zu diskreditieren, gewartest in dunklen Stochern. What is it now? Was ist denn jetzt? Ich suche nach einem Experten auf dem Gebiet der Erweckung. Ich habe keine Zeit, dich herumzuführen, die jemand anderen belästigen. Ich möchte Zugang zur Notstation. Kommt nicht in Frage, diese Patienten sind nicht ohne Grund isoliert. Ich habe deine Unterlagen gesehen, damit du sie zu Experimenten bringen kannst. Freol hat mir alles erzählt. Deine Stirn wird plötzlich so feucht, vielleicht soll ich dein Ungehorsam mit dem Oberwächter besprechen. Ich habe die Erlaubnis, meine Ermittlungen hier durchzuführen. Du solltest lieber kooperieren. My answer is no. Whatever you're looking for, those patients will not be able to help you. The head warden will stand by me on this. Meine Antwort lautet nein. Wonach auch immer du suchst, diese Patienten können dir dabei nicht helfen. Der Oberwärter wird sich auf meine Seite stellen. Ich habe gehört, dass du degradiert wurdest. Was ist geschehen? Azzo schnaubt wütend und fletscht seine Zähne noch mehr. Das ist nicht deine Sorge. Hat dich jemand dazu angestachelt? Outmeer, dieser hätte selbstgefällige Wurm. Es ist etwas schiefgegangen. Alles. Ich weiß nicht wie, ich werde es nie wissen. Er spuckt auf den Boden, als müsse er einen bitteren Geschmack loswerden. Das klingt irgendwie nicht so wie nach dem netten Samariter, den die andere beschrieben hat. Edelmoor hat mir gesagt, du dürfst keine Experimente mehr durchführen. Tja nun, Edelmoor hat nichts Vernünftiges mehr bewerkstelligt, seit er seine Seele in einen leblosen Gegenstand übertragen hat. Also wüsste ich nicht, warum mich das abhalten sollte. Wenn Beseele alle die Befehle ihres Anhörers befolgen würden, wo wären wir dann? Wir wären alle ebenso rückwärts gerichtet und wildlich ignorant wie in Red Service. Wir wissen nichts über Leben und Tod oder gar über uns selbst. Wir wären verloren im Dunkeln und hätten keinen Schimmer warum. Beseele müssen die Grenzen des Wissens überschreiten, aber du musst vorsichtig sein, Azzo. Selbst Trutzbucht ist für Forschung nicht mehr so sicher wie eins. Du spielst mit Dingen jenseits deiner Vorstellungskraft. Das ist gefährlich und töricht. Mir scheint, wir tappen immer noch im Dunkeln. Es gibt doch gewiss andere Wege, bei denen man kein Leben riskieren muss. Zumindest in einem Punkt hast du recht. Es gibt gewisse Fragen, die gestellt werden müssen. Ich habe kein Interesse, darüber zu schreiten.
Es gibt doch gewiss andere, die das Leben zu regieren, riskieren. But tell me this, how does one verify the truth of a poem? If some philosopher stumbled across the meaning of our existence, how would we know it from a false one? These are wasted lives. In animancy there is progress. We are measurably closer to complete understanding because of our work. And that will be true until our work is complete. In der Tat, viele haben ihr Leben mit diesen Dingen zugebracht, Abhandlungen und Gedichte geschrieben. Aber sag mir eins, wie kann man die Wahrheit eines Gedichts ergründen? Wenn eine Philosophie über die Bedeutung unserer Existenz stolpern würde, wie könnten wir ihn unter all den Irrgeleiteten erkennen? Es sind vergeudete Leben, in der Beseelung liegt der Fortschritt. Dank unserer Arbeit sind wir dem vollständigen Verstehen unendlich viel näher gekommen. Und das geht so lange, bis unsere Arbeit abgeschlossen ist. Who will solve Widewen's legacy? Some church? Some warrior? It will be an animancer or it will be no one at all. Ein Wächter, würde ich sagen. Wer wird Widemans Vermächtnis lösen? Eine Kirche, ein Krieger, ein Beseeler? Ein Beseeler wird es lösen. Oder niemand wird es lösen.